Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem kleinen Nur-so-Video. Und unter unserer Community gibt es ja Fans. Ja, das ist hier so ein neues Feature bei YouTube. Ab irgendwie einer bestimmten Anzahl oder so Abonnenten kriegt man das irgendwie, keine Ahnung. Und hier kann man das so ein bisschen sortieren. Irgendwie ist das hier so standardmäßig sortiert. Da steht der Hunds Rizzle ganz oben. Warum? Weiß ich nicht. Wonach das sortiert ist, dann Benjiro und so weiter. Abonnent seid, danach ist es nicht sortiert. Weiß ich, kann ich nicht so direkt sagen, wonach das sortiert ist. Aber man kann, wenn man hier diese anderen Sachen anguckt, vielleicht. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wonach das sortiert wurde. Aber was ich interessant finde, man kann das nach Interaktionen sortieren. Und da sieht man Leute, die besonders oft uns, oder die besonders viel sozusagen gemacht haben bei uns auf dem Kanal. Irgendwie so mit Likes oder Kommentare, das kann man hier so sehen. Standardmäßig ist die Liste nach den kombinierten Faktoren Engagement und Abonnent sortiert. Abonnent. Was? Abonnent? Wie viele Abonnenten er hat, oder was? Und Abonnement. 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 Hier, also seit wann, schätze ich mal. Okay. Das heißt, wenn man nur nach der Interaktion geht, dann hat hier zum Beispiel dieser, der Sertan. Wie geht denn das hier? Ist das irgendwie so? Nö. Ist das? Ah, so. Da sieht man das. Kommentar gepostet. Viele Kommentare. Und auch positive Bewertung. Sehr schön, sehr schön. Und hier bei Role sieht man das auch. Sehr viele positive Bewertungen. Sehr gut. Hast du gut gemacht? Fein, hast du gut gemacht. Finde ich gut, gefällt mir. Und das finde ich interessant, dass man das jetzt so sehen kann. Zockerdudes-Fan hat hier auch. ja, da würde ich mal gerne wissen, wer das ist, wer der Zockerdudes-Fan ist. Schaut sich scheinbar so jedes Video von uns an. Das finde ich doch super. Positiv bewertet, 13 mal negativ, nein. Zockerdudes-Fan 007, Mensch. Das mit diesen 007, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, sehr viele positive Bewertungen. Finde ich gut, gefällt mir, macht mir Spaß, das so zu sehen. Dass man das auch hier so sich angucken kann. Ganz viele Interaktionen hier mit uns. Ach ja, auch der Mats, aha. Mal sehen, ob wir auch deine negativen Bewertungen sehen. Nee. hier so, das ist ja positive Bewertung. Auch interessant, dass man das alles hier so sehen kann. Finde ich gut, gefällt mir. Ja, das heißt, jetzt müsst ihr euch ja ins Zeug legen, denn ich sehe ja jetzt hier ganz genau, wer besonders viel interagiert bei uns. Standard ist sozusagen Abonnement, seit sozusagen, würde ich mal, abonniert seit, ja, würde ich mal sagen. Der Älteste zuerst, hier unser Abonnement Nummer 1, der Mats. also ihr könnt euch natürlich jetzt hier reinlegen, ins Zeug legen, jede Menge Kommentare schreiben und so weiter und so fort und interagieren, also liken und was auch immer alles. Und hier sehen wir den neuesten Abonnent, GameStarXXL. Aber ich glaube nicht, dass das hier unsere neuesten, oder? Seit dem 3.10. Okay. Seit dem 2.10. Interessant. Ja. Sieht man das alles hier so ein bisschen? Ich finde das sehr cooles Feature. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das hier auch, wenn ihr Kanäle habt. Vielleicht ist das erst ab, wenn man mit Google Plus verbindet, das habe ich nicht gemacht, weil das irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Ich würde gerne mit einer Facebook-Seite, Facebook-Seite schon so, mit einer Google Plus-Seite verbinden, die wir schon haben, aber irgendwie will das nicht. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, muss ich da vielleicht noch ein bisschen warten oder irgendwie mal gucken, was man da machen kann. Und, ja, auf jeden Fall, finde ich das hier sehr spannend. Wenn ich denn eben mit Google Plus verbunden wäre, dann könnte ich hier auch sehen, was meine Top-Fans so interessiert scheinbar. Um einen Top-Fan-Kreis zu erstellen, musst du ein Konto zunächst mit Google Plus verknüpfen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kein Plan. Finde ich aber ein interessantes Feature, dass man es hier so sieht, welche unsere Top-Fans sind. Zocker-Family, aha. Hallo, Zocker-Family. Spielt auch FIFA, mhm. Kann man hier auch, ja, hier kann man für 13, 14 sehen. Okay, das finde ich interessant. Feed, was sieht man denn in dem Feed? Okay, man sieht offiziell nichts, was hier so mit Liken und so weiter zu tun hat. Aber interessanterweise wirst du trotzdem sehr weit oben angesiedelt, im Allgemeinen. Test Gaming auch. Aha. Nein! Okay. Bin ich auch irgendwo hier? Da! Meisterliga.
Und da, St. Pauli. Yeah. Ja, cool. Also das finde ich ist ein interessantes Feature. Und wenn euch das gefällt und ihr weiter da hochsteigen wollt in unserer Fame-Tabelle, dann interagiert hart mit unseren Videos und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut.